Wenn ich Pech habe, kommt gleich der große böse Wolf und frisst mich auf. Der große böse Wolf, da ist er. Warum ist er hier, ist die Frage. Moinsen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar habt ihr mir gesagt, ich soll mir doch endlich mal Ikarus anschauen. Und das ist insofern witzig, weil Ikarus ist nämlich von den Machern von Stationeers, das ich in letzter Zeit oder eigentlich schon seit einer geraumen Zeit auch sehr feiere und auch regelmäßig auf meinem Kanal zeige. Und da bin ich mal jetzt sehr gespannt. Das ist ein Survival-Spiel. Und wir sind auch wie Astronauten auf der Suche nach Rohstoffen und ich bin sehr gespannt. Wir starten mal ein Spiel, ein neues. Und wenn ihr mehr sehen möchtet von Ikarus, schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das feiert. Ihr könnt in die Playlist reinschauen, wenn es eine gibt. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Ikarus, sondern auch zu anderen Projekten. Genau, was haben wir denn hier? Ah, hier kann ich mich selbst zusammenbauen. Doppelt hält besser. Ja, wenn ein Mikrofon ausfällt, habe ich noch ein zweites. Mützenfarbe, schön mit dem Streifen in der Mitte, genau. Charaktername. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Den nenne ich mal Spiel-BALP. Nice. Ich spiele übrigens mit Raytracing. Nicht ganz auf maximalen Details, aber so fast auf maximalen Details. Ich bin mal gespannt, wie das mein System verkraftet. Willkommen bei Ikarus. Es gibt drei Hauptspielmodi in Ikarus. Missionen, offene Welt und Ausboss. Mir wurde schon gesagt, ich soll offene Welt nehmen, weil ich ja nicht mit Zeitlimit spielen will. Und das ist wohl ohne Zeitlimit. Also die beiden sind DLCs. An der Stelle gleich mal der Hinweis. Ich habe keine DLCs gekauft. Es ist ja aktuell im Steam Sale. Kostet statt 30 Euro irgendwie nur 16 irgendwas. Und ich habe es mir ohne DLCs gekauft. Wenn ich jetzt total auf Ikarus abfahren sollte, ist es durchaus möglich, und wenn ihr vor allem auch mehr davon sehen möchtet, ist es durchaus möglich, dass ich mir die beiden hier noch hole. Will ich aber jetzt nicht versprechen. Wir machen erstmal nur das normale Olympus. Die ursprüngliche Region wurde zum Schürfen freigegeben. Olympus fühlt sich mit seinen üppigen Wäldern, verbrannten Wüsten und gefrorenen Tundren, oh Gott, da muss man aufpassen, dass man es nicht verspricht, vertraut an. Jedoch, je mehr du erkundest, desto mehr erkennst du, wie anders es wirklich ist. Okay, dann schauen wir mal, wie anders es ist. Ich bin gespannt. Schürfgebiet beanspruchen. Na, gucken wir mal. Aha. Was ist das denn? Ich habe irgendwie Klamotten da. Umweltanzug. Du hast einen Standard-Schürferanzug bekommen. Rüste einen neuen Anzug aus, indem du ihn hierher ziehst. Ich würde sagen, ich bestätige die Auswahl. Ich habe keine Ahnung, derzeit keine Gegenstände. Machen wir einfach mal, genau. So, und jetzt kann ich meine Platzierung wählen. Ich würde eher dazu tendieren, in einen von diesen beiden Tälern zu starten. Das hier sieht sehr schmal aus und hat wenig Wasser. Das hier hat sehr viel Flussläufe und sieht sehr abwechslungsreich aus. Ich würde sagen, wir sollten da oben anfangen. Flussgebiet. So, also das läuft wohl so, dass wir da landen. Und diesen Planeten ausbeuten sollen. Das ist unser Ziel. Wir sollen Material schürfen. Bereite Geometrie vor. Wow, okay, das sieht schon mal ziemlich krass aus. Aber ich kann mich schon umgucken. Also, wie gesagt, Global Illumination ist an. Raytracing ist an. Und es sind alle grafischen Features an, die man so gerne haben kann und gerne hat. Und wir haben sogar da oben so einen kleinen Videoscreen, da können wir sogar gucken, wo wir landen. Oh mein Gott, okay. If you want to complete missions for the UDA, you'll need to craft a short range radio. Oh. Folks need help. And factions pay well for prospectors that offer their time. Schön, wie es raucht. Stay safe. Okay, jetzt warte mal, jetzt bringen wir Jens kurz gucken. Was ist meine erste Aufgabe? Baue und platziere ein Kontaktgerät. Um an SMP3... Soll ich das machen mit den Missionen? Das ist jetzt so die Frage. Warte mal. Wie kann ich denn überhaupt Dinge herstellen? Geh mal in Tab rein. Erstmal muss ich mich orientieren. Muss erstmal Dinge probieren. Herstellen kann ich. Vielleicht erstmal Werkzeug machen? Oder wurde ich mit... Nee, ich wurde ja nicht mit Werkzeug gestartet. Ich muss schon Werkzeug machen. Fasern, Stöcke und Steine. Okay, also das Übliche. Das ist schon sehr Standard-Survival-mäßig natürlich. Und da habe ich ein Achievement direkt gekriegt. Hervorragend. Was ist das hier? Das scheint ein Erz zu sein oder irgendwas. Keine Ahnung. Nahrung. Bären. Sehr gut. Ich muss ein bisschen an The Forest gerade denken. Mit der
Sammellogik irgendwie. Ich habe leichte Forest Vibes gerade. Stöcker liegen hier rum. Okay, das klingt nicht so einladend, muss ich sagen. Genau, mach mal erstmal Werkzeug. Eine Steinspitzhacke und eine Steinaxt. Da brauchen wir nochmal hier Steine nochmal. Was ist das? Da liegt was rum. Oxid. Warte mal, Oxid klingt nach... das ist wie bei Station Gears. Kann das sein, dass die Gase in Form von so Eis rumliegen, Eisklumpen? Das scheint ja sowas zu sein irgendwie. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es eine gewisse Station Gears DNA in diesem Spiel gibt. Guck mal, ist doch hier ein schöner Platz. Hier kann man doch bestimmt was bauen, oder? Technikbaum, was haben wir denn da? Holzstapel. Holzstapeln. Charakterherstellung. Herstellung. Steinaxt und Steinspitzhacke, Steinmesser. Okay. Jetzt habe ich ja Werkzeug. Jetzt kann ich ja hier auf die Steine klopfen. Wieso landet man eigentlich als dieser mit so einer krassen Kapsel aus dem Weltraum und hat dann aber nur selbst hergestellte Werkzeuge? Die Logik habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, weil warum schickt man die Leute nicht runter, wenn es darum geht, Erze abzubauen und so? Warum schickt man die nicht gleich mit ein bisschen Equip runter? Was hat denn da gerade geknurrt? Irgendwas hat da geknurrt. Ich kann hier Steine schlagen, guck mal. Aber vielleicht sollte ich erstmal mit Holz anfangen. Guck mal, wie das ist, wenn wir Bäume fällen. Bin mal gespannt. Wenn man hier drückt, halt. Was? Oh. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus eigentlich. Ich glaube. Ah ja, okay, man muss das so zerschlagen und kann das dann so aufheben. Okay. Ja, das ist doch schon mal ja nicht so schlecht gemacht eigentlich. Sieht doch schon mal gut aus. Ah, sehr gut, sehr gut. Wow, okay. Ich höre irgendwie... Ja, Wölfe gibt's da. Ich höre auch schon irgendwie Wölfe. Ich glaube, sind die... Wie nah sind die, ist die Frage. Und wie gefährlich sind die? Guck mal, das ist aber ganz cool, wie man das zerlegen kann. Ich habe schon durchaus dabei auch The Forest Vibes. So. Also vor allem Sons of the Forest Vibes. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung, das System auf jeden Fall. Jetzt wäre halt die Frage, guck mal, oben links habe ich eine Levelanzeige. Ich habe jetzt 1879 XP. Oh, da hinten ist ein Tier. Oh! Ja. Ah, das ist ein Bison. Ein Büffel. Sag mal, bin ich hier auf der Erde? Das ist doch ein irdisches Bison. Egal, wie nett die Tiere aussehen, sie sind es nicht. Ich habe auch nicht vor, mit denen jetzt irgendwie zu kuscheln oder so. Ich habe vor, mich in respektvollem Abstand zu diesen Tieren zu bewegen und ihnen nicht zu sie nicht zu stören. Es sei denn, wo wir gerade dabei sind. Da kommt mal ein, aber der Wolf war jetzt nicht so groß, also fällen wir mal noch ein paar Bäume. Das macht Krach und das sollte die Tiere ja eigentlich auf Abstand halten, würde ich mal sagen. Die erste Nacht wird lustig. Na, erstmal. Ja, gut, ich will erstmal ein Feuer machen, oder? Also, bevor ich jetzt. Ah, hochgestuft, sehr gut. Bevor ich jetzt irgendwie ein Haus bauen kann oder so, muss ich wahrscheinlich erstmal ein Feuer anmachen, damit ich überhaupt da einen Schutz habe oder so. Würde ich mal jetzt stark annehmen, dass das schlau wäre. Na, die Frage ist. Hier, Lagerfeuer, genau. Kann ich das machen? Ja, kann ich. Habe ich gerade Schrei gefaltet. Aber wie platziere ich das? Hier, Lagerfeuer. Was brauche ich? Noch Steine, okay. Dann machen wir das mal mit der Spitzhacke bei dem Stein. Ich würde vermuten, da kriege ich bestimmt ein bisschen mehr Erfahrung, als wie wenn ich einfach nur Steine aufhebe. Aber die Frage ist, ist der Wolf noch da? Nee, der Wolf ist, glaube ich, weitergezogen. Sehen zumindest nicht. Dann hauen wir mal hier weiter drauf. Das sieht aus wie mein Zahn bei der letzten Behandlung, definitiv. Beziehungsweise dann wahrscheinlich bei der nächsten Behandlung. Hervorragend. Hau mal schön da drauf. Ausdauer verbraucht. Aber ich kann es jetzt herstellen, sehr schön. Machen wir das doch mal. So, Lagerfeuer, sehr gut.
Die Zerstörungsmechanik bei Icarus ist nice. Ja, schauen wir mal, ob ich das noch so nice finde, dann, wenn dann mein Haus zerstört wird auf die gleiche Art. Wenn dann so ein Bison gegen mein Haus rennt und das dann zerstört. So, jetzt kann ich das Feuer kann ich jetzt platzieren. Okay, ja, siehst du? Ha, der Wahnsinn. Was drücken, interagieren? Ah ja, jetzt kann ich ein Rezept wählen. Kann ich da auch was draufziehen? Achso, nee, hier oben sind die Rezepte oder was? Was habe ich denn eigentlich? Kann ich überhaupt irgendwas machen? Ich kann anscheinend gar nichts machen. Weil ich nichts habe. Aber ich habe doch hier Kakao. Oh, ich habe Kakao? Na, das ist ja mal ein Ding. Aber kann ich nichts mit anfangen. Was ist denn mit den Waldbären? Mit denen kann ich anscheinend nichts machen, oder? Enthält Kaffee. Obst. Warte mal, hier kommt schon wieder irgendwas Großes. Ich glaube, der Spison kommt zurück. Kann das sein? Ich höre irgendwas. Egal. Huch, was? Weather Event imminent. Was? Regenschauer. Ja, gut. Ich dachte jetzt schon, meine Güte. Sieht ja nicht nach Regen aus, eigentlich. Ah, wobei. Ich höre da lauter Sachen immer im Hintergrund. Was ist das hier? Achso, das ist der Baumstumpf. Ich höre hier Dinge, die mir nicht gefallen. Soll ich mal einen Holzstapel bauen? Für dieses Rezept werden Gegenstände benötigt. Ah ne, warte, das ist nur zum Lagern, kann das sein? Warte mal, was können wir denn... Können wir irgendwie was bauen? Irgendwie einen Unterschlupf oder so? Oder muss ich immer in die Kapsel rein, wenn ich unterschlüpfen will? Muss mal gucken hier. Was hat man denn hier noch? Rustikales Schilderdings. Erdhügel, Erdfundament, Erdrampe. Stroh, Gebäude, Bausatz. Ah, guck mal, siehst du? Das wäre mal vielleicht eine Idee, dass wir das mal schreif halten. Und vielleicht auch gleich Holzgebäude. Ich hätte gerne irgendwie ein Fundament oder so. Rohbalken. Ich baue jetzt einfach mal so einen Holzboden. Und guck mal, wie ich den platzieren kann. Ah, einfach so hinstellen. Okay. Dann machen wir den mal so ein bisschen so auf so eine erhöhte Stelle. No Shelter. Ja. Was soll ich machen? Mach mal davon vielleicht mal so mehrere. Fasern. Okay, Fasern fehlen. Platzieren. Ich glaube, ich brauche mehr Fasern. Oh, ich habe grünen Tee bekommen. Ja, das war ein Ding. Hier mal ein bisschen mehr Fasern noch sammeln. Vielleicht auch mal hier den Baum noch weiter zerlegen. Da kriegen wir ja auch noch Zeug. Holz sammeln, genau. Schön Holz sammeln. Nimmt er sich die Fasern von den abgehauenen Ästen eigentlich von alleine? Scheint nicht so zu sein. Ich glaube, da muss man nochmal extra dran. Du musst das, was du kochen willst, auf die rechte Seite ziehen und dann das Feuer anmachen. Ich muss das, was ich kochen will... Ach so, da. Ah, benötigt. Was stand da? Feuerholz? Ich denke mal, es wird Feuerholz sein. Ich weiß zwar nicht, ob es so schlau ist, jetzt 7 Bären zu kochen. Regen und Feuer ist eine gute Kombi. Ja, ich muss es ja ausprobieren. Kann ich da eigentlich noch mehr... Also noch andere Teile auswählen? Wie soll ich denn... Ich muss ja auch irgendwie eine Tür machen. Was? Explosion? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ah, nee, Exposition. Alles gut. Ich brauche ja hier auch eine Tür. Warte mal. Müsste es da nicht auch eigentlich einen Türrahmen geben? Oder ist die Tür... Muss einrasten. Ah, okay. Ich werde wahrscheinlich gleich ausrasten. So, warte mal, wir brauchen mehr Fasern. Wir müssen mehr Fasern holen. Sonst kann ich nicht bauen. Fasern, 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 Fasern. Erstmal alles Fasern hier. Kommt gleich die Riesenwelle. Wenn ich Pech habe, kommt gleich der große böse Wolf und frisst mich auf. Was? Goat Simulator! Mäh! Ich habe eine Ziege ge... Der große böse Wolf, da ist er. Warum ist er hier, ist die Frage. Warte mal, hab ich da... Was ist das? Ist das ein Gewehr? Ah, nee, das ist ein Stock. Der humpelt ein bisschen, der Wolf. Okay, warte mal, wie mache ich denn jetzt einen Türrahmen? Es war R drücken für Tür.
Also, ich muss eine Wand bauen und dann R drücken, oder was? Warte mal. R drücken? Nee, R ist drehen. Oder gedrückt halten? Ah, gedrückt halten muss ich. Okay, weil da würde ich die Tür nämlich auf jeden Fall mal hier hin machen. Und dann mal da... Jetzt habe ich es. Okay, also R gedrückt halten ist es. Alles klar. Muss ich alles erstmal lernen? Ja, ich werde nicht allwissend geboren. Deswegen ganz wichtiger Hinweis. Jetzt brauche ich erstmal so eine... Was zum Teufel ist das? Das, Strauß? Es sieht aus wie eine Mischung aus Strauß und Gallimimus oder so. Sind das Dinosaurier? Also ein bisschen merkwürdig sieht das schon aus. Leichte Jurassic Park Vibes habe ich gerade. Aber gut, solange sie mir nicht auf die Pelle rücken, ist alles gut. Muss man hier aufpassen, wenn man einen Baum fällt, dass man seinen Baum, dass man den Baum nicht auf dem Haus drauf fallen lässt? Wegen Zerstörung und so? Ich glaube schon, oder? Könnte sein, oder? Dass man da ein bisschen drauf achten muss auch. Ja, muss man. Was? Was war das? Oh Gott! Was kommt denn jetzt hier alles? Großer Hirsch. Oh Gott! Was sind das für Viecher? Wo bin ich hier gelandet? Jetzt mal so Butter bei die Fische. Ist das die Erde oder nicht? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so ganz mitgeschnitten. Ist das die Erde? Es hat so leicht irdische Vibes. Das ist nicht die Erde? Und warum sind dann manche Tiere so merkwürdig irdisch? Haben wir die mal irgendwie im Galopp verloren irgendwie, als wir hier mit unseren Raumschiffen angekommen sind oder so? Kann ich mein Feuer draußen lassen? Das ist jetzt so die Frage. Wird es wahrscheinlich bei Regen nicht brennen. Es soll, glaube ich... Oh mein Gott. Es soll, glaube ich, physikalisch recht korrekt auch sein an einigen Stellen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es wohl so, dass auch Feuer, wenn ich jetzt nicht aufpasse, auf mein Haus übergreifen kann. Deswegen muss ich auch ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt hier Wände platziere, dass ich nicht das ins Feuer baue. Warte mal ab, bis der Flip-Flop-Typ kommt. Was, der Flip-Flop-Typ aus The Forest? Ich glaube, ich heb das Feuer nochmal auf. Oder warte mal. Ah, ist es jetzt verdorbene Pflanzen? Okay. Die Beeren scheinen nicht wirklich durch zu sein, oder? Wir nehmen das vielleicht einfach nochmal weg. Weil ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, ob ich das Feuer da überhaupt... Ob das überhaupt da so schlau ist, das da so hinzupacken. Ich höre schon wieder irgendwas. Die Geräusche machen mich leicht nervös. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Mach mal schnell noch ein paar Wände. Ich hätte gerne noch die letzten paar Wände. Dass ich vielleicht schnell noch einen Shelter habe, der auch vollständig ist, bevor mir hier irgendwelche Tiere auf die Pelle rücken. Beeren kann man nicht kochen. Warum kann man das nicht? Man kann doch alles kochen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Mit der Fackel in der Hand an die Werkbank und langsam das Haus dabei anzünden. Okay, das sollte man wohl nicht machen. Ich bin sehr gespannt, was man noch alles so hier machen kann. Warte mal, ich hatte doch hier gerade noch einen Baum gefällt. Ja, hier genau, der ist noch nicht ganz zerlegt. Gib mir mal die Axt nochmal raus. So, das ist es schon. Ein bisschen Fasern noch nehmen. Und dann noch die letzte Wand bauen. Da habe ich wenigstens schon mal einen Schutz vor Tieren. Dann können die nicht so einfach zu mir. Das ist, glaube ich, schon mal ganz praktisch. Da brauche ich noch einen Schutz vor Regen. Und dann haben wir das doch schon. Warte mal, vielleicht mal ein Fenster mal machen? Dass wir mal rausgucken können, ob die Luft rein ist zum Beispiel. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Hoffentlich kommen die Viecher nicht durchs Fenster. Das wäre natürlich blöd, wenn dann so ein Wolf einfach mal so durchs Fenster hüpft. Mach mal ein spitzes Dach. Ich verdurste gerade. Habe ich Wasser dabei? Nee, habe ich nicht. Bitte was? Bitte wer? Bitte wo? Ich bin noch nicht. Wasser niedrig. Ja, ja, ja. Kein Stress. Kein Druck. Warum hat er dann eigentlich nicht Wasser gesammelt, als es geregnet hat, frage ich mich. Wie kriege ich denn überhaupt Wasser? Keine Ahnung. Muss ich da eine Wasserquelle finden? Warte mal, was ist denn das hier? Keine Ahnung. Vielleicht mal draufschlagen. Entwurfspunkte. Oxid. Okay, das ist Oxid.
Die Warnung kommt aber reichlich spät, ey. Wenn ich mir das mal angucke, wie weit die Leiste schon unten ist. Ich soll den Kopf in den Fluss stecken. Ja gut, wo ist denn hier ein Fluss, wäre mal die Frage. Ah, eigentlich direkt neben mir. Warte, nee, andere Richtung. Irgendwo da. Die Frage ist, wie nah ist das, was an der Karte, auf der Karte dargestellt ist. Ist hier, warte mal, bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Ich muss so da runter anscheinend. Hoffentlich finde ich meine Basis auch wieder jetzt. Das dicke blaue, okay. Das nächste Problem wird dann Essen und das zweitnächste Problem wird Sauerstoff. Oh, Wasser, jawohl, Ausdauer verbraucht. Sterbe ich eigentlich sofort, wenn ich kein Wasser mehr habe? Oh Gott, wie soll ich da runterkommen? Hätte der nicht woanders landen können? Irgendwie, weiß ich nicht, weiter unten, flussabwärts. Was denn hier? Aber sieht schön aus schon mal, die Landschaft. Mal sehen, wie lange ich noch was davon habe. Es ist ja nicht Permadeath, oder? Also ich kann ja schon auch respawnen. Schwefel, okay, das könnte wichtig sein demnächst. Für Sauerstoff ist das Oxid. Warte mal, komme ich hier zufällig schon ans Wasser ran? Ich glaube, hier komme ich schon ran. Ich soll meinen Kopf richtig reinstecken? Aua. Trinken. Okay. Habe ich jetzt Schaden gekriegt, weil ich runtergefallen bin? Oder habe ich Schaden gekriegt, weil ich nicht genug zu trinken hatte jetzt? Ich habe ein bisschen Schaden gekriegt. Du kannst blaue Steine am Boden einsammeln. Die geben Sauerstoff. Sofort? Warte mal, muss ich mal auf die Leiste achten. Geben die sofort Sauerstoff? Da hinten sind blaue Steine. Muss ich mal drauf achten jetzt. Wie viel gibt mir das denn, wenn ich die nehme? Nicht so wirklich, oder? Also ich sehe da nicht, dass O2 hochgeht. Ach, Konsumgut. Also, warte, Inventar. Konsumieren. Ja, dann konsumieren wir doch gleich mal den ganzen Stapel. Dann ist Sauerstoff schon mal nicht so ein Thema, würde ich sagen. Aber das ist definitiv angelehnt so ein bisschen an Stationeers mit den Klumpen Sauerstoff, die du dann... Gut, ist nicht so aufwendig mit der Verarbeitung wie bei Stationeers. Ah! Moment, ich möchte nicht Tieren über den Weg laufen, die eventuell schlecht auf mich zu sprechen sind. Ich glaube, Büffel können ziemlich sauer werden. Was ist das? Hefe. Kann ich jetzt was backen? Ich kann jetzt was backen, glaube ich. Oh, ein Pferd. Ein merkwürdiges Pferd. Ein außerirdisches Pferd. Ein Alien-Pferd. Bin ich auch auf dem richtigen Weg? Da ist mein Haus. Jetzt muss ich noch das Nahrungsproblem lösen. Das wird jetzt noch das nächste Thema. Melone auf dem Boden. Echt, habe ich nicht gesehen. Bin ich dran vorbei. Aber hier ist ein Kürbis. Sicherlich auch. Oh, Wolf. Sicherlich auch nicht verkehrt, oder? Kürbis? Da konnte ich doch irgendwas mitmachen auch. Den konnte ich doch kochen. Ist es jetzt schlau, wenn ich in mein Holzhaus jetzt ein Feuer mache? Ein Lagerfeuer. Ist das jetzt eine intelligente Aktion? Oder ist das eher eine unintelligente Aktion? Das ist jetzt so die... Ich probiere es mal aus. Probieren geht über Studieren. Vielleicht so ein bisschen in die Mitte. Guck mal, Kürbis, da haben wir 2 von 1. Da kann ich mir schon mal was zu essen machen. Das wäre doch mal praktisch. Ah, ach, das kommt automatisch. Das ist einfach nur eine Liste hier. Ich dachte, ich muss dir das anklicken. Okay, alles klar. Also, jetzt hat. Und das dauert jetzt 5 Sekunden noch. Okay, alles klar. Ja, muss man erst mal klarkommen, wie das hier alles gemeint ist. Genau. So, da haben wir Kürbis. Nice. Und jetzt kann ich den Kürbis essen. Konsumieren. Das hat ja nichts gebracht. Okay, warte, deaktivieren. Das bringt ja kaum was, Leute. Da verhungere ich ja. Wenn ich in der Rate essen... Alter, weißt du, wie riesig so ein Kürbisstück ist, ey? Wie viel da? Da wirst du doch in 0, nichts eigentlich satt. Also, ganz ehrlich. Was ist denn da? Ich habe irgendwelche Bakterien. Ich glaube, ich habe verunreinigtes Wasser getrunken. Kann das sein? Ich habe gerade rausbekommen, dass man das Spiel nicht pausieren kann. Das ist natürlich geringfügig problematisch, wenn ich das mal sagen darf. So, jetzt haben wir aber immerhin schon mal fast ein Haus vollständig. Ich habe echt Paranoia mit diesen ganzen Tiergeräuschen, muss ich mal sagen. Ja? Also das muss ich wirklich mal sagen. Es ist immer, als wenn die direkt neben mir stehen würden, wenn die so heulen und Dinge tun.
Mit den ganzen Missionen und Punkten, was man bekommt, kann man sich auch Ausrüstung im Orbit kaufen und dann in die nächsten Missionen mitnehmen. Ja, da muss ich aber erstmal so ein Ding bauen hier, so ein Kontaktgerät muss ich erstmal bauen. Warte mal, ich brauche mal jetzt noch ein Dachteil, damit ich mal jetzt ein Dach oben drauf setzen kann. Bau eine Mauer ums Haus. Jetzt sagst du so leicht, ey. Ich habe jetzt schon ein bisschen gebraucht, um dieses Haus hier zu bauen. Warte mal jetzt. Hauptsache erstmal ein Haus haben. Ach, okay, Holz fehlt. Alles klar. Wir müssen nochmal Holz besorgen. Ich möchte nämlich nachts ungern im Freien verbringen. Du hast 3 Magenslots, die du mit Essen auffüllen kannst, um zusätzliches Leben oder Ausdauer zu bekommen. Ich habe Magenslots. Das ist ja der Wahnsinn. Magenslots. Ja, wie in der Realität, da habe ich auch Magenslots. Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Ich versuche auch immer regelmäßig alle 3 Slots zu füllen. Du hast doch genug Bambi! Hirschkalb! Aber ich glaube, das ist keine schlaue Idee, wenn ich mich mit dem Kalb einlasse, oder? Da kommt bestimmt die Mama gleich. Macht mich platt. Ja, nice. Aber hey, ich meine, es gibt kleine Bambis. Das ist schon mal auch niedlich eigentlich. Die Tierwelt soll sehr komplex sein irgendwie, habe ich auch schon mitbekommen. Also hat man jetzt schon gesehen, dass da einiges kreucht und fleucht. Ja, aber es soll noch viel mehr geben. Also auch exotische Tiere. Kiwis soll es irgendwie jetzt auch geben. Möpse gibt es auch. Und da muss ich ja sagen, das feiere ich ja wirklich, wenn in einem Spiel auch viele Möpse vorkommen. Da kann ich nicht genug davon bekommen. Also das Spiel hat alles. So, platzieren und jetzt haben wir immerhin schon mal ein Dach. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir diese Holzwand noch machen, weil wir müssen da noch links und rechts da noch abschließen, genau. Und dann haben wir schon mal wenigstens so ein kleines Häuschen. Ich glaube, das ist für den Anfang schon mal ja nicht verkehrt, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht habe ich es jetzt noch alles falsch gemacht und Spielbär hat das Haus zu früh gebaut und hätte eigentlich noch warten müssen. Kann ja sein. Weiß ich nicht. Ist es richtig gedreht so? Ich habe keine Ahnung. Kann ich das spiegeln? Warte mal. Platzieren, rotieren, Varianten zerlegen. Also es sieht erstmal richtig gedreht aus. Nee, es ist falsch gedreht. Das ist jetzt ja nach außen ausgerichtet. Irgendwie ist das komisch. Ja, so ist nach außen ausgerichtet. Kann ich das invertieren? Irgendwie? Also spiegeln? Was sagen die Varianten? Achso, das ist dann eine andere Variante, wa? Ja, das ist dann einfach eine andere Variante. Na gut, da habe ich es da jetzt falsch gemacht. Ich hoffe, das beeinflusst es jetzt nicht negativ. Das ist raus. Ganz schön dunkel hier drin, ey. Ich habe Gamma sogar ein bisschen höher eingestellt, sodass man in dunklen Bereichen noch ein bisschen mehr sehen kann. Aber das ist schon ganz schön dunkel. Dafür, dass ich ein Fenster drin habe, ist es schon ganz schön dunkel. Okay, also was haben wir denn jetzt eigentlich für Einrichtungsgegenstände? Aber eigentlich müsste ich mir nochmal was zu essen organisieren. Ich bin ganz schön schwachbrüstig immer noch, was Nahrung angeht. Und Sauerstoff müsste ich mir auch nochmal reinziehen eigentlich. Warte mal, was sind denn das da für Pflanzen da eigentlich? Das sind ja hier Beeren, Waldbeeren. Kakao, ja toll. Ich finde ganz viel Kakao, aber ich bräuchte vielleicht nochmal einen Kürbis oder sowas. Warte mal, hier war noch Kürbis. Noch 2 Mark Kürbis. Immerhin, besser als nix. Was in dem Game richtig geil ist, wenn er das dann mal lernt und raus hat, mit dem Bogen Kopfschüsse zu machen. Echt? Okay, dann müssen wir machen. Wir müssen erstmal Waffen haben. Wir müssen erstmal bauen. So, warte mal, jetzt interagieren. Jetzt müssen wir nochmal schnell den Kürbis hier rüberziehen. Nochmal aktivieren. Ich muss nochmal dringend was essen. Und mir nochmal so ein paar blaue Steinchen noch besorgen. Die Waldbeeren kannst du so essen. Kann ich? Okay, das ist gut. Stapel konsumieren. Dann machen wir das. Gleich mal rein damit. Guck mal, da kann ich auch gleich konsumieren. Ist doch auch gut. Siehst du, da habe ich meine Nahrung jetzt ganz gut aufgefüllt. Das ist doch super. Kannst du deaktivieren? Ein bisschen Wasser habe ich auch zurückgekriegt, oder? Sieht so aus. Okay, jetzt muss ich nochmal Sauerstoff auffüllen, damit ich in der Nacht nicht raus muss. Da drüben ist ja Oxid. Das kann ich ja mit der Spitzhacke abbauen. Machen wir das mal. Ist mein Haus irgendwie, hat sich das irgendwie bewegt? Ich habe ja echt nicht viel weiter drüben gebaut. Egal. Hauen wir mal hier ordentlich drauf. Hochgestuft. Nice. Feuer im Haus ist nicht so gut. Ja, was soll ich machen?
Feuer außerhalb vom Haus ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Wenn ich ständig raus muss und zu den Wölfen nachts dann, um Feuer anzumachen. Wie viel bringt denn das? Oh, hat voll aufgefüllt. Nice. Warte mal, dann nehmen wir mal als Reserve noch diese Reste hier mit. Okay, da ist es weg. Dann haben wir noch 5 als Reserve. Zieh dir den blauen Stoff rein, ja. Das Schlumpfgas. Das blaue Zeug ist Schlumpfgas. Ah, warte mal, hier kommt gerade einer und wird aggressiv. Großer Hirsch. Schleich dich. Geh weg. Keiner mag dich. Ich finde es mega, wie du die Spiele entdeckst. Muss ich halt drauf einlassen, so ein bisschen, ne? Okay, warte mal, jetzt gucken wir mal, was können wir denn jetzt noch bauen? Also, ich müsste ja mal irgendwie eine Werkbank oder so mal machen, ne? Da gibt's doch bestimmt auch was irgendwie. Ich muss ja Werkzeuge, hier, guck mal, sowas hier zum Beispiel, Knochenschienen, Samenbeutel. Den habe ich doch so immer dabei, den Samenbeutel, verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Steinhaufen. Antiparasitäre Paste. Einfacher Verband. Ich glaube, das ist auch nicht so unwichtig. Basiswasserreiniger. Ja, das sollten wir mal bauen, glaube ich. Ein Oxidator wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, dass wir mal Wasser bekommen. Dann haben wir die größten Probleme schon mal gelöst. Essen und Wasser. Okay, warte. Wie mache ich den? Den Oxidator? Was muss ich da machen? Holzkohle brauche ich. Warte mal, habe ich die nicht sogar hier drin? Ich glaube, die habe ich im Feuer drin. Ja, guck mal, da habe ich doch 8 Holzkohle. Jetzt ist nur die Frage, muss ich den rausstellen oder... Ah, ich habe 1 zu wenig. Ich werde wahnsinnig. Da muss ich das Feuer mal laufen lassen. Ja, okay, warte. Dann besorgen wir uns jetzt nochmal schnell, solange es noch halbwegs hell ist, schnell nochmal einen Kürbis oder so. Jetzt wird es gleich dunkel. Jetzt wird es gleich gefährlich. Ah, ist eine Melone. Das wurde vorhin schon erwähnt, dass ich mir die Melone krallen soll. Leider sehe ich keine Kürbisse mehr hier. Wahrscheinlich muss ich irgendwann auch ganz schön weit weglaufen für Nahrung. Es sei denn, das spawnt vielleicht danach. Aber ich meine, sieht ja eigentlich erstmal so weit gut aus. Nimm vielleicht nochmal ein paar Fasern auch mit. Kann ich mir ein Bett machen irgendwie, dass ich vielleicht die Nacht überspringen kann? Das sieht aber ganz idyllisch aus, wenn man das jetzt mal so sieht, ne? Mit dem Haus im Wald. Mein Schatten hat so ein bisschen was von Bigfoot gerade. Gut, ist auch die Sonne, die steht jetzt ein bisschen schief. Bisschen so wie dieser Bigfoot-Film, der da aufgenommen wurde, irgendwie in den 50ern oder so. Einen Schlafsack kann ich mir machen. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken. Habe ich noch irgendwas, was ich kochen kann? Irgendetwas. Irgendetwas. Hier, warte mal, da kann man... Kakao kann ich machen. Aber brauche ich Wasserbehälter noch. Was ist das hier? Kaffee? Ich kann Kaffee und Kakao machen. Ja, das ist doch schon mal ein geil. Ein großer Pluspunkt für das Spiel. Oh, warte, was ist das? Knusprige Sojabohne. Ja, warum nicht? Melone kann ich nicht kochen. Okay. Wo ist die Sojabohne? Sojabohne, hier. Da machen wir doch mal die knusprige Sojabohne. Was soll der Geiz? Ist jetzt eh dunkel draußen und hier drin ist auch dunkel. 12 Holz haben wir noch drin. Dann ziehen wir mal den Rest vom Holz jetzt einfach mal ins Feuer, nicht wahr? Ist mal die Sojabohne. Boah, die gibt richtig was zurück. Guckt euch das mal an. Da kriege ich richtig was zurück. Komm, gleich nochmal konsumieren. Da sind wir ja voll jetzt. Bett musst du freischalten. Okay, ich werde es gleich freischalten. Feuerstelle. Okay, die Feuerstelle ist wahrscheinlich besser als das Lagerfeuer, wenn ich in einem Haus bin, oder? Würde ich mal schätzen. Trockengestell könnte auch sinnvoll sein. Feuerfächer. Okay, Holzschaufel. Kann verwendet werden, um Asche oder Schnee von einem Dach zu schaufeln. Bitte was? Okay. Spannend. Holzhammer. Was kann ich damit machen? Bauwerke instand halten. Ja, das sollte man vielleicht mal machen, falls mal ein Sturm kommt. Das scheint mit Umwelteinflüssen ziemlich spannend zu sein. Kann das sein? Machen wir mal einen schlaffen Sack. Hervorragend. Und dann... Das können wir nicht machen anscheinend. Was braucht man da noch? Kritischer Schaden. Da muss ich wohl noch aufleveln. Ja, aber da haben wir doch, glaube ich, schon mal ganz wichtige Sachen freigeschaltet. Was brauche ich denn für einen Schlafsack? Fell. Okay, da muss ich Tiere umbringen. Ja, das kann ja was werden. Schlafsack ist wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch schlafen muss. Kann das sein? Also, dass der auch ein bisschen sich ausruhen muss ab und zu. Es sind 30 Grad Umgebungstemperaturen. Das in der Nacht. Liegt das jetzt nur am Lagerfeuer? Ganz schön dunkel da draußen. Kann man noch irgendwie... Warte mal.
Oh, er hat die Sojabohnen komplett durchgekocht. Kann man irgendwie noch so eine Art 16 Holzkohle... Warte, mach mal aus. Kann man irgendwie noch so eine Art Fenster machen? So, dass da nicht jeder reinkommen kann? Das, also, dass ich da zumachen kann? Gott, ist das dunkel. Ein bisschen gruselig ist es schon. Okay. Aber jetzt können wir den Basiswasserreiniger machen. Aber welches, was ist jetzt besser? Basisregenwasserreiniger oder Basiswasserreiniger? Ich schätze mal, den Basiswasserreiniger muss ich wahrscheinlich dann Wasser erstmal holen und da reinmachen. Setzt natürlich einen Behälter voraus. Bei dem Ding hier kann ich wahrscheinlich dann Regenwasser sammeln, würde ich mal vermuten. Vielleicht sollten wir erstmal das Teil machen. Denn dann kommt das Wasser von alleine. Genau. So, dann platziert es mal. Soll ich natürlich dann auch draußen platzieren. Oh, ich kann den... Warte mal, mach mal die Tür auf. Ich stelle das jetzt einfach mal so dahin, keine Ahnung. Einfach mal vors Haus gestellt. Und den Basiswasserreiniger. Da fehlen uns jetzt... Ah, nee, da fehlt nichts. Dann stelle ich den jetzt einfach mal... Es gibt Fensterläden, muss aber freigeschaltet werden. Den stelle ich jetzt einfach mal in die Base. Also vielleicht finden wir ja da mal irgendwie einen Behälter, wo wir Wasser reinfüllen können. Da können wir vielleicht das dann reinigen in dem Teil. Keine Ahnung. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es dafür ist. Okay. Muss an Wasser... Ach so, muss an Wasser platziert werden. Okay. Wildschwein. Oh Gott, Wildschweine sind auch voll gefährlich. Alter. Aber das sind schon alles irdische Tiere. Also das muss man jetzt doch auch mal sagen. Wir sind zwar auf einem fremden Planeten, aber das sind ja überwiegend... Tiere, die man von der Erde kennt. Wildschweine, Bisons, Hirsche, Wölfe. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin auf der Erde. Uhrzeit gucken, oben rechts. Ach da, ja, da sieht man die Uhrzeit, ganz schön klein. 21 Uhr, ach du meine Güte, okay. Oh nein, ich bin ja am Verdursten. Oh nein, warte mal, Wassermelone. Ja, da kriege ich Wasser zurück. Okay. Schnell geschaltet Spiel mehr. Muss man dir lassen. Samen habe ich ganz viele. Vielleicht sollte ich doch mal so eine Samentasche machen. Und bald kommt Sturm. Ja, stimmt. Aber das Problem ist jetzt... Das Problem ist jetzt, ich will im Dunkeln da draußen nicht rumrennen. Aufgrund des Terraformings sind Tiere auf der Erde auf diesem Planeten. Was war das? Ich brauche dringend Nachtlicht oder irgendwas. Warte mal. Können wir da noch irgendwas? Warte mal, Talente. Ich habe ja auch Talent. Mensch. Warte mal ganz kurz. Was habe ich? Was ist denn das alles? Holzertrag. Mehr Holz durch Fällen. Rockstar. Mehr Steine durch Abbau. Was ist das hier? Guter Metzger. Erhöhte Fleischausbeute beim Häuten. Schnapp sie dir. Erhöhte Grundausdauer. Das könnte vielleicht schlau sein. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken, Knochensammler, okay. Nahrung im Inventar verdirbt langsamer. Das ist vielleicht gar nicht so sinnlos, oder? Nahrung füllt die Hungerleiste schneller auf. Könnte auch schlau sein. Warte mal, das ist ja nur Überleben. Warte mal, Abenteuer? Ach du meine Güte. Wohngebäude. Bereit zur Arbeit. Erhöht die Ausdauerregeneration. Behutsame Treffer. Langsamer Haltbarkeitsverlust für Spitzhacken. Mein Gott. Strohrabatt. Strohbauteile kosten weniger in der Herstellung. Holzrabatt. Holzbauteile kosten weniger in der Herstellung. Holzschlepper. Holzbauteile wiegen im Inventar weniger. Was haben wir denn bei Kampf? Speere, Bögen und Armbrust. Es wurde gesagt, ich soll einen Bogen machen. Warte mal. Müssen wir natürlich erstmal einen Bogen schreif halten, ne? Hier, Bogen. Aber da brauchen wir noch... Da brauchen wir noch. Gewandter Bogenschütze, höhere Bewegungsgeschwindigkeit beim Halten von Bögen, günstigere Bogenherstellung. Ich würde auch sagen, dass in so einer Welt eigentlich Fernkampf am besten ist. Ich würde nicht versuchen, irgendwie Nahkampf zu machen. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 3 Punkte habe ich verfügbar. Ganz rechts hast du nochmal extra Talent und Solo. Für Solo bekommst du nochmal einen extra Punkt. Aha, Solo. Marathonläufer, erhöht die Grundausdauer. Erhöht die Grundbewegungsgeschwindigkeit, erhöht die Grundgesundheit. Harter Schläger. Generell erhöhter Nahkampfschaden. Na, soll ich mal die Ausdauer schon mal erhöhen? Weil das ist ja sinnvoll eigentlich. Das braucht man ja immer eigentlich.
Mache ich das mal, komm. Das glaube ich schon schlau. Und dann würde ich mal sagen, vielleicht schon mal irgendwie was mit Bogenschießen. Reduzierter Ausdauerverbrauch, wenn Bögen gezogen werden. Günstigere Bogenherstellung. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie teuer ist denn so ein Bogen? Lohnt sich das überhaupt? Brauche ich denn da? Fasern und Stock. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so der Hebel ist. Dann vielleicht lieber höhere Bewegungsgeschwindigkeit beim Halten von Bögen. Das könnte vielleicht schlauer sein. Was ist das hier? Achso, Speere, ja genau. Klingen, ja. Machen wir mal das hier, keine Ahnung. So, dann haben wir noch. Zwei Punkte haben wir noch. Zwei Punkte haben wir noch. Was war das? Bereit zur Arbeit. Erhöhte Ausdauer, Regeneration. Herstellungskosten sind nicht so schlimm. Ja, will ich auch sagen. Das lassen wir erstmal noch. Einen Rabatt brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Es gibt so viele Ressourcen um mich rum. Das würde höchstens beschleunigen, dass ich ein Gebäude schneller fertig kriege. Aber den Punkt sollte man vielleicht dann doch lieber in andere Sachen stecken. Vielleicht die Grundgesundheit erhöhen. Warte mal. 10% plus 10 Max Gesundheit, 25 Max. Also plus 10. Warte mal, hier gab es auch einen Gesundheitsbonus. Den kann ich aber nicht nochmal verwenden. Dann würde ich sagen, mache ich hier noch den Gesundheitsbonus. Erhöhen der Grundgesundheit. So, und dann hatten wir hier noch. Erhöht den Ertrag bei der Nahrungssuche, reduziert Herstellungskosten für Zähmungsausrüstung, reduziert Sättel. Okay, ich kann anscheinend auch auf Tieren reiten, interessant. Anglertechnik, geborener Angler. Okay, ich kann auch angeln, krass. Was haben wir nochmal bei Überleben gehabt? Natürliche Konservierung, Nahrung verdirbt langsamer. Ich glaube, das machen wir mal auch, weil dann muss ich nicht immer so schnell essen. Genau. Ja, das ist doch schon mal ein Sweetie-Kombo, würde ich sagen. So, jetzt ist immer noch dunkel. Es ist ja immer noch 0:14 Uhr Grad, Mann. Oh Gott. Gerade mal Mitternacht. Ich brauche dringend einen Schlafsack. Aber sowas von. Genereller Tipp als nächstes eben Bogen, Messer. Ja, genau. Das war auch mein Plan jetzt. Ich hätte jetzt im Technikbaum als nächstes den Bogen freigeschaltet. Was sind denn das für Geräusche immer? Ich verstehe nicht, was das für ein Geräusch ist. Warte mal. Wir können auch gleich mal den Sauerstoff reinziehen. Und vielleicht gleich nochmal eine Sojabohne konsumieren, bevor sie weggammelt. Konsumier mal den Sauerstoffstapel. Habe ich noch irgendwas, was vielleicht irgendwie Wasser zurückgibt? Kann ich die Pflanzen fallen lassen? Lass die mal fallen hier, genau. Das sind die Nahrungsbuffs, die ablaufen. Ach so. So, soll ich mich jetzt trauen, nachts rumzulaufen? Kommen wir, bevor wir jetzt ewig da rumstehen, würde ich sagen, laufen wir mal ein bisschen rum und sammeln mal noch ein bisschen was. Auch wenn das immer ein bisschen gefährlich ist, weil ich dann natürlich auch in Tiere reinrennen kann. Ist da ein Tier? Oh Gott, ich kann es nicht erkennen, ey. Es ist so dunkel. Ich werde es vielleicht sogar für euch dann nachträglich nochmal aufhellen an der Stelle, weil, ey, ganz ehrlich, ich kann es nicht beurteilen, was hier vor mir ist, ey. Das ist mal richtig heftig. Kann ich mir eigentlich auch Kisten bauen? Muss ich auch freischalten, bestimmt. Ich sehe nicht mal, wo meine Tür ist. Hier ist die Tür. Okay. Ich mache mal das Feuer an nochmal. Ich brauche Licht hier ein bisschen. Wenn ich jetzt die Tür offen lasse, müsste ich doch Licht haben, oder nicht? Naja, nicht so wirklich. So richtig viel bringen tut das jetzt nicht. Ja, verdammt, wir müssen mal rausgehen jetzt. Wir müssen uns zum Fluss mal vorarbeiten. Jetzt hilft alles nichts. Ich muss es jetzt machen. Ich muss schon aber das Wasser auch reinigen vom Fluss, oder? Ich darf das nicht einfach pur trinken, weil da war ja dieses komische Bakteriensymbol am Ende. Dass er aber nicht mal einen Behälter mitbekommt. Also, ich meine, dass er sich Werkzeuge selber machen muss, damit die vielleicht auch Gewicht sparen auf der Reise, ist ja das eine. Aber dass er nicht mal irgendwie eine Trinkflasche mitbekommt, mit der er sich mal irgendwie Wasser abschöpfen kann, das ist schon irgendwie ein bisschen geil, ja? Du hast doch einen Wasserreiniger gebaut. Ja, aber der muss ja ins Wasser gehangen werden. Ich weiß ja nicht, kann ich den einfach hier so in diesen Fluss jetzt reinhängen oder muss ich da noch irgendwas vorher machen? Keine Ahnung. So, probieren wir das doch einfach mal. Oh nein, nicht reinfallen, Spielbär. Warte, 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 warte. Warte. Ah, okay, den kann ich da einfach setzen jetzt. Halten, verwenden. Halten. Benötigt Kraftstoff. Na toll, das sagt er mir jetzt. Kohle? Oh, das klappt. Wer hätte das gedacht? Wasser niedrig. Ach was. Mach Sachen. Und woran sehe ich, dass da was rauskommt? Also momentan verbraucht er irgendwie nur Zeug. Wie muss man denn das? Ach, drücke, trinke aus dem Rei. Nein! Hat er es jetzt gemacht? Ah, er hat es gemacht. Okay, alles gut, alles gut. Er hat es gereinigt.
Wie viel ist denn da jetzt drin? Ich sehe überhaupt nicht, wie viel. 0,27 Liter sind drin, okay. Steht oben rechts am Namensschild. Ja gut, dann habe ich jetzt die Mission Wasserbeschaffung erfolgreich abgeschlossen. Ich muss nur darauf achten, dass ich ab und zu mal was da reinpacke, damit der auch mal durchlaufen kann ein bisschen. Aber da können wir ja mal schnell hier auf diese Steine draufhauen. Du kannst Missionen machen, bevor du in der Open World startest. Damit verbesserst du deine Ausrüstung. Ja, ich meine halt von der Logik wäre es doch, wenn ich jemanden auf eine Mission schicke, also irgendwo auf einem Planeten landen lasse, damit der da Ressourcen farmt, wäre es doch wenigstens mal ganz nett, wenn ich den zumindest mal mit einer Flasche ausstatte. Mal unabhängig jetzt von der Tatsache, dass da noch Missionen vorher gibt und so. So rein von der Logik her wäre das doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Also ich meine, das erhöht ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch erfolgreich ist bei seiner Mission. Weil ich meine, wenn ich das als Firma jetzt zum Beispiel mache, dass ich jemanden losschicke, dann lege ich doch irgendwie auch Wert drauf, dass der das schafft, oder nicht? Wo ist mein Haus? Ich sehe mein Haus nicht. Da hinten, oder? Ja, da ist es, glaube ich. Ich sehe die Silhouette, sehe ich. Wow, okay. Also das ist anscheinend so eine Art Jupiter im Hintergrund. So ein Gasriese. Immerhin kann man seine Kapsel so ein bisschen auch erkennen. Jetzt komm mal nicht mit Logik ins Spiel hin. Oh, hier sind wieder die komischen Dinosaurier. Geh mal lieber schnell ins Haus rein. Wie spät ist es denn jetzt? 4 Uhr morgens. Nimm mal nochmal einen Zug Sauerstoff. Oh, sehr gut. Ich mache 3 Kreuze im Kalender, wenn ich die erste Nacht überlebt habe. Wann geht denn hier die Sonne auf? Es ist 4 Uhr und es ist noch immer nicht hell. Du kannst auf der Map auch einen Marker für deine Base machen, kann ich? Ah, da ist ja schon. Ist es hier nicht? Das ist die Landeding, oder? Das ist ja schon ein Marker eigentlich. Dann reicht das ja eigentlich. Okay, na gut, müssen wir mal schauen. Also da sollen jetzt auch noch Stürme kommen, aber die Frage ist, wann geht der Sturm los? Also guck mal, der geht ja 3 Tage, der Sturm. Ach du Schande. 3 Tage? Ich habe gerade mal eine Nacht überlebt jetzt. Wie soll ich denn 3... Da muss ich ja Vorräte anlegen jetzt schon für den Sturm, damit ich dann nicht raus muss im Sturm. Den Sauerstoff musst du nicht manuell verbrauchen, einfach in den Slot neben dem Sauerstoffsymbol im Inventar ziehen. Ach da. Ah, okay. Gut zu wissen, ja. Das ist ja spannend. Warte mal, können wir gleich noch hier die Bohnen nochmal schnell essen? Man kann ja auch Kleidung aus Fasern herstellen, obwohl man einen Raumanzug mit Helm hat. Ja, na gut, das kann ja sein, wenn die Tierfasern vielleicht sogar besser sind als das. Aber ja, eigentlich ist das auch unlogisch. Man sollte annehmen, der Raumanzug müsste ja eigentlich das Nonplusultra sein. Zum Durchschlafen der Nachtverweildung. Okay, das ist sehr gut. 100% Schlafqualität. 600 Sekunden des Modifikators gut ausgeruht nach dem Schlafen. Gemütlichkeitsbonus. Genau, also den brauchen wir mal auf jeden Fall jetzt als nächstes. Und dazu brauchen wir Leder und Fell. Das heißt, da brauchen wir doch aber auch noch einen Gerber. Was? Regen, Wetterereignis. Ein Starkregen zieht auf. Finde einen Unterschlupf. Der passt ja jetzt, wo es hell wird. Ein Starkregen. Eingehender Sturm. Also muss ich jetzt hier wieder im Haus chillen oder was? Na gut, wenigstens habe ich eine Wasserquelle direkt vorm Haus jetzt. Und an dieser Stelle endet diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.